Ja, Teil 2 der Bootmesse 2017 in Düsseldorf. Wir hatten uns beim letzten Mal die etwas feineren Leute angeguckt, mit den teuren Yachten und mit den großen Booten und alles, was gut und teuer ist und wie auch immer. Aber heute widmen wir uns einer ganz anderen Sache, und zwar sind das die Trendsportarten. Das sind also so Sachen wie, ja, deshalb sind es ja Trendsportarten, weil ich noch nicht weiß, wie die heißen. Da war ja dieser Sea-Bob oder was, dann gibt es da wohl noch so eine riesige Welle. Ja, wir gucken uns jetzt die Trendsportarten an, und das sind ja wahrscheinlich irgendwelche witzigen Sachen. Da kommen irgendwelche tollen Gerätschaften auf den Markt, dann weiß man nicht, benutzt man das nicht. Nicht nur im Wassersport, sondern auch im Allgemeinen, was Trendsportarten angeht. Und viele Dinge verschwinden eben wieder und dann gibt es diese Sachen eben nicht mehr. Aber manche Sachen setzen sich eben durch, und das ist insofern ganz interessant, als das echt krasse Trends. Oh, erschlagen. Katamaran, was ist das denn? Mal gucken. Boot 2017, zweiter Teil. Wir sind in der Halle mit den Trendsportarten. Und hinter meinem Kameramann, da steht eine Bühne, da sind lauter Leute drauf, das zeigen wir euch gleich. Und zwar ist das The Wave. Wer das schon mal gesehen hat, und zwar ist das wie so eine riesige Welle, die eben generiert wird. Und darauf wird gesurft, rumgeplanscht, hingefallen, weggespült und was auch immer. Das zeigen wir euch gleich. Und was es sonst noch an Neuigkeiten gibt im Bereich Wassersport, Trendsport. Ihr seht hinter mir die Surfbretter, das ist natürlich der Klassiker. Aber seit einigen Jahren haben wir auch so Sachen Einzug gehalten wie Kitesurfen und so weiter. Da kombiniert man sogar alte Sportarten miteinander zu einer neuen Trendsportart. Und wir haben gleich einen ganz besonderen Gast bei uns, einen absoluten Profi im Bereich des Kitesurfens. Wir haben gleich für euch Emanuel Norman, einen professionellen Kitesurfer, und der erzählt uns gleich die Tricks und Kniffe, wie es zu beachten gilt, wenn man damit anfangen möchte oder wenn man sich schon auskennt und noch besser werden möchte, als man sowieso schon ist. Kiteboards. Für die Laien unter euch. Ach so, wir sprechen ja hier als, wir setzen ja hier quasi voraus, dass alle sich damit auskennen. Das muss ja gar nicht der Fall sein. Kitesurf. Für die, die es nicht wissen, ist Folgendes, und zwar ein kleines Surfboard, stellt euch vor, und dann im Prinzip wie so ein Lenkdrachen. Und der Lenkdrache füllt sich natürlich mit Luft und zieht das Board, und da gibt es immense Geschwindigkeiten und wie hoch die Leute damit springen können. Also bis zu 20, 30 Metern, das sieht total geil aus. Zeigen wir euch jetzt gleich mal was dazu. Wahrscheinlich wird uns hier heute kein Kitesurfer vorführen können, wie man hier 30 Meter hoch springt, aber vorstellen können wir es uns. Und ich denke, dass es da auch das ein oder andere Video zu sehen gibt. Ihr Lieben, wir sind bei Restube und wir haben keinen geringeren als den Emanuel Norman hier. Europameisterschaften mitgefahren im Kitesurfen, war schon deutscher Meister, also ein absoluter Crack und einer, der echt weiß, worum es da geht in dem Bereich Surfen, Ägypten. Ihr seid das Team, du bist das Zugpferd. Erklärt mir, was ihr seid, erklärt mir, was ihr macht. Ganz einfache Geschichte, also wir werden mit allen den Leuten, die Lust haben, ihre Performance noch ein bisschen zu verbessern, das heißt im Sprungbereich, Airtime, ja, und natürlich auch Rotation, alles was das betrifft, bei uns auszubauen. Haben wir Emanuel da und ein großes Team von ausgebildeten VDWS-Lehrern, die mit euch zusammen, mit allen unseren Kunden und Gästen und Teilnehmern, bessere Springen lernen, einfach Lust darauf haben, mit uns zusammen zu sein und die neuesten Fleißhelfer-Produkte auszuprobieren. Das heißt, ihr richtet euch also nicht nur an den Anfänger, der damit beginnen will, der reinschnuppern will, sondern genauso an den Profi, an den Fortgeschrittenen? Hauptsächlich wenden wir uns hier nur an den Fortgeschrittenen oder fortgeschrittenen Einsteiger. Fortgeschrittenen Kurse, das ist wirklich was Neues. Das kenne ich so nicht. Wie bist du da reingeraten? Ja, ich bin jetzt mittlerweile seit einigen Jahren gerade beim Kitesurfen Competition sehr viel unterwegs und habe jetzt irgendwann mit Tom zusammen gequatscht und er meinte, ey, ich würde da gerne ein Camp machen, du bist viel in Ägypten. Er hat da schon einen Plan gehabt, wie man das Ganze auf die Beine stellen kann. Jetzt gibt es das erste Camp, man lernt, wie man den richtigen Absprung findet, also springen, wie man den Schirm kontrolliert. Zum Beispiel, was für einen Schirm nehme ich, einen großen, einen kleinen, mittel, also da gibt es viele Regeln zu. Und Tricks, da muss man Regeln, Kniffe. Aber wir müssen auch ganz ehrlich sagen, wir sind nicht nur da, um konsequent zu lernen, sondern hier geht es bei uns geht's auch einfach darum, miteinander zu sein, miteinander in Urlaub zu fahren. Ja, Urlaub wie mit Freunden, ich glaube, das steht bei uns im Vordergrund, und das heißt, das endet halt nicht irgendwie mitten vom Wasser kommen, sondern wir trinken auch noch ein Bier zusammen und sprechen am Abend einfach auch darüber, um am nächsten Morgen wieder richtig fit zu sein. Man will ja nicht absaufen. Genau, und was wir halt an unserer Performance noch verbessern können, können wir am Abend noch in der Theorieeinheit besprechen mit Fleißhelfer Egypt, wo wir wirklich dort eigentlich den besten Spot haben mit Showroom, mit allem drum und dran und natürlich die besten Lehrer. All the ideas are worth nothing without this gentleman to do the kite thing in Egypt. How did you come together?
It's all about the fly surfer. Tell me. They asked me why you like fly surfer. I told them it's a lazy kite. You don't have to pump. You don't have to even make the lines or move the kite to go right or left. So fly surfer is the answer. You're such a great team. I love to be hanging out with you guys. Thank you so much and we keep you connected. Leute, wenn das nicht anregt, also ich kann mittlerweile schon übers Wasser laufen, nur weil ich mit den Jungs geredet habe. Ich bin der Erste, der angemeldet ist und gebt mir alle Mühe. Also, meldet euch an. Die ganze Crew kümmert sich super um euch und hier seid ihr gut aufgehoben. Habt viel Spaß dabei. Hey, yeah, we got some great shots. Warte nochmal. Wir hatten gerade unseren Freund, den Manuel da, den Kitesurfer Crack überhaupt. Der hat uns tolle Sachen erzählt. Hinter uns seht ihr im Prinzip die ganz alte Schule der Wassersportarten und zwar das klassische Surfbrett. Kennt man, der Klassiker überhaupt. Wir gucken uns jetzt gleich mal diese Welle an. Und ja, mein Kameramann zwingt mich, dumme Sachen zu machen. Toll, Silvio. Und die Herrschaften sehen alle aus, als würden sie sich ausruhen. Die Ruhe vor dem Sturm oder schon nach dem Sturm? Noch davor. Und gleich ist Wakeboard. Wie nennt man diese Boards denn hier überhaupt? Das sind SUPs, Stand-Up-Paddleboard. Wakeboarding. Wie seid ihr dazu gekommen? Wie lange macht ihr das schon? Also ich eigentlich durch meinen Vater. Der ist früher Monoski gefahren. Das ist so genau, ich auch nur meinen Onkel, auch ja, Monoski. Ja. Weil es hat sich jetzt eben entwickelt, ist glaube ich auch noch relativ jung, 20 Jahre gibt es den Sport. Wakeboarden ist das, was ihr macht und Kitesurfen ist dann mit diesem Segel. Das heißt, Kite ist dann das Segel? Ja, Kite ist das Segel. Ja, Schimpf und Schande, ich weiß. Danke und viel Glück gleich. Ja, wir schauen euch zu. Mitten in der Halle ist ein Becken mit Wasser drin. Hier sehen wir gleich die Wakeboarder. Ich habe mich gerade belehren lassen müssen, dass Kitesurfen und Wakeboarden nichts miteinander zu tun haben. Natürlich, das Board ist das gleiche. Aber ihr werdet gleich die Jungs durch die Luft fliegen sehen. Wer ist das denn überhaupt? Ist das ein berühmter Mensch, der surfen kann? Ja, jetzt wird uns was erzählt zum Wakeboarden, zur Historie des Wakeboardens. Da haben wir auch gerade schon von Manuel ein bisschen was zugehört. Und wie ihr sehen könnt, machen sich die Jungs gerade parat. Das ist also eine Leine, die da oben langgezogen wird. Dann halten die sich fest und dadurch wird im Prinzip das Hinterherziehen hinter einem Motorboot simuliert. Wir sind nass geworden. Also kann niemand sagen, wir waren nicht dabei. Nein, ich habe mir nicht in die Hose gepisst. Das ist vom Wakeboarden, ich bin halt nass geworden. Meine Lieblingsfarbe ist bunt. Das ist ja das Tolle an diesen ganzen Surferklamotten. Man kann wenigstens so tun, als wäre man ein cooler Surfer, auch wenn man gar keiner ist. Also, noch einmal, ich entschuldige mich. Es war kein Kite irgendwas, das ist ein Wakeboard. Das Kite-Teil ist also das Segel. Jetzt habe ich es gerafft, also. Wenn man dieses Ding kauft, muss man auch direkt eine Versicherung abschließen. Denn an Weihnachten, wenn man das Geschenk bekommt, wird sich auf jeden Fall irgendein betrunkener Großvater, Tante, Onkel, Oma, Opa da draufstellen und feststellen, dass man sich nur noch aufs Maul legt, gebrochene Knochen und so weiter. Das wollen wir nicht. The Wave! Dann ist das eine tolle Sache. Aber wir sehen noch nicht The Wave. Wir wollen jetzt The Wave sehen. Deshalb gehen wir nach oben und wir zeigen euch jetzt The Wave. Das ist hier so konstruiert, als dass man drauf surfen kann. Ganz einfach. Und da die meisten Leute immer nur hingehen, um sich anzugucken, wie die Leute sich auf den Bart legen. Nein. Wir wollen natürlich sehen, wie die Skills dieser Leute sind. Und die können das auch richtig geil bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber das Wasser ist eine Naturgewalt. Und auch wenn hier nicht gerade wirklich die Natur ist, aber gewaltig ist es. Und da sehe ich auch einen kleinen Kerl, der sich gerade daran versucht,
auf die Welle zu steigen. Zwei Drittel wieder Langeweile, aber ja. Ich kann mir noch mal eben, also Hardboards, was ist das? Ja, also prinzipiell haben wir hier die Welle, wo wir surfen, aber eigentlich ist das von der eigentlichen Surfsituation nicht ganz das Gleiche, weil beim Surfen schiebt die Welle mich von hinten, hier ist das irgendwie anders, richtig, genau. Und ich kann zwar nicht selbst gut Wellen reiten, aber ich habe hier schon irgendwie arge Probleme gehabt, mich einzufinden, und dann steht man da, wie man das sieht, irgendwie 4, 5 Sekunden maximal, okay. Und dann geht man ab. Ist das so ein großer Unterschied mit dem Equipment? Doch, das Equipment ist schon ein Unterschied, und das Schaumstoffbrett verzeiht relativ viel. Danke dir erstmal für diese Infos, also Hardboards, dann die anderen Shapes und so weiter, ihr seht. Ja, ob die Hose nicht vielleicht doch etwas lang ist. Soll ich es mal probieren? Eine ich kann nicht schwimmen Weste. Ja, andere kaufen das aus anderen Gründen. Nicht, weil sie surfen wollen damit. Da weiß irgendwelche schmutzigen Fantasien, die hier bedient werden. Und was haben wir hier? Ach, wie süß. Ja, in klein, das Ganze. Lauter Surferklamotten, lauter Sachen, die man braucht, die man nicht braucht, die einen schöner machen. Nicht zwangsläufig, aber lauter coole Sachen. Ja, die Surfer haben sowieso drauf mit den ganzen coolen Klamotten. Wie ein komplett aufblasbares Surfbrett, also komplett mit Segel und Brett, aufblasbar, komplett, wie geil. Irgendein E-Bike, irgendein Moped, auf jeden Fall irgendwas, was in irgendeiner betrunkenen Idee entstanden ist. Explain this to me, as I can see this is a bike, of course. It's a bike. You turn like this and it goes forward. You told me it goes 50 kilometers. 25 km/h Höchstgeschwindigkeit und 50 Kilometer, die man damit fahren kann. Das ist cool, das finde ich gut. Ich hatte jetzt unmittelbar gedacht, dass sowas mindestens 2000 Euro kosten muss, aber das kostet 1200 nur. Yay! Juhu! Und ich fahre. Da bin ich! Mit meiner Harley. Das gefällt mir und das wollen wir auch haben. 1200 Euro ist nicht zu viel und das Ding kommt mir sehr, sehr praktisch vor, ist gut verarbeitet, nichts klappert, nichts klemmt. Starkes, starkes Teil. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Darf ich das haben? Bitte. Nee, ich weiß nicht, was Jucker heißt. Wir haben gerade den Maike getroffen, weil wir gerade Fotos gemacht haben. Und zwar hatten wir dieses wunderschöne Surfbrett. Genau. Also wir sind Jucker Hawaii, Skateboard, Longboards ist unsere Tradition. Wir kommen aber auch aus dem Surfen her und SUP für den noch nicht so versierten Surfer. Also es braucht, glaube ich, auch gar keinen Experten, um zu sehen, dass ihr richtig, richtig, richtig auf Handarbeit, Qualität und auf Haptik und so weiter steht. Jucker Hawaii, genau. Schaut euch das an. Hinter uns haben wir eine der Ikonen aus dem Kitesurfing-Bereich. Jurisun. Können glücklich sein, was wir heute hier gesehen haben. Wir hatten einen coolen Tag. Jetzt wird sich noch ein bisschen ausgeruht, einen Tee getrunken, schönartig ins Bettchen gegangen, um das nächste geile Video zu schneiden. Leute, es war super mit euch auf der 2017er Boot in Düsseldorf. Nächstes Jahr wieder. Stay tuned und surft fleißig weiter. Ciao.
Musik.